Alles klar. Dann lege ich mal los. Moin Moin. Schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Philipp Willer. Ich bin Geschäftsführer vom IT-Verbund Schleswig-Holstein, ITVSH. Und ich darf euch heute ein bisschen was zum Schleswig-Holstein-Hackathon erzählen, der die letzten 4 Tage auf dem MFG5-Gelände veranstaltet wurde. Nur unterbrochen von dieser Entführungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt in den Zeitungen. Da durften wir tatsächlich einmal kurz das Gebäude verlassen und dann haben sie unser Gebäude durchsucht. Das war ganz schön abgefahren. Genau, wie gesagt, Philipp Willer mein Name, Geschäftsführer vom ITVSH. Ich mache das seit ungefähr 2019, seitdem ungefähr der IT-Verbund Schleswig-Holstein gegründet wurde. Ich war vorher lange, lange Jahre bei der DATEV. Das ist dieser große Software- und IT-Dienstleister da unten in Nürnberg im Süden, der Steuerberater versorgt. Und irgendwann 2018 haben wir uns entschieden, zurück in den Norden zu ziehen. Und dann habe ich auch relativ bald danach diese Position dort übernommen. Was ist der ITVSH? Wir sind ungefähr eine Gruppe von ca. 30 Personen zurzeit. Sitzen da hinten in der Eliusstraße und wir sind ein Anstalt öffentlichen Rechts, die eigentlich als wesentlichen Punkt, als wesentliche Aufgabe die Digitalisierung Kommunalverwaltung zur Aufgabe hat. Das ist einmal wichtig zu verstehen. Wir sind nicht auf der Landesverwaltungsebene zuständig, sondern wir sind nur rein auf Kommunalverwaltungsebene. Verwaltungsdigitalisierung beinhaltet im Wesentlichen die Digitalisierung von Prozessen von gesetzlichen Leistungen. Also zum Beispiel ein Wohngeldantrag, zum Beispiel ein Bewohnerparkausweis, zum Beispiel eine Grundsicherung. Eine Aufgabegenehmigung. Was eben so eine Kommunalverwaltung so den ganzen lieben langen Tag macht. Und wie ihr euch vorstellen könnt, läuft das noch größtenteils in so einer Verwaltung analog. Nicht ganz mit Papier und Bleistift, so schlimm ist es nicht, aber mit sogenannten Fachverfahren, viel noch mit Umlaufmappen, viel noch mit händischen Unterschriften. Also ich sage mal so begrenzt digital. Und das ist tatsächlich dem Gesetzgeber vor ein paar Jahren auch aufgefallen. Und dazu muss man so ein bisschen wissen, wie so eine Verwaltung tickt. Die tickt nämlich so ein bisschen anders als ein Wirtschaftsunternehmen, sondern die tickt tatsächlich einfach immer nach Recht und Gesetz. Das heißt, wenn man solche Sachen in der öffentlichen Verwaltung durchsetzen will, wie Digitalisierung, braucht es erstmal ein Gesetz. Und so ist das in diesem Fall auch passiert. Das ist das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Es wurde 2017 verabschiedet. Hat das einer von euch schon mal gehört? Sehr gut. Dieses Online-Zugangsgesetz beinhaltete eigentlich im Wesentlichen, dass die Digitalisierung der Verwaltungsleistung bis Ende 2022 abgeschlossen sein sollte. Das beinhaltete ungefähr 575 Online-Dienste und es beinhaltet, das muss man wissen, das ist einmal wichtig, auch tatsächlich nur erstmal den Online-Zugang, also den Online-Antrag. Es hat noch nicht beinhaltet die gesamte Antragsstrecke bis zur Bearbeitung und bis zur Bescheidung, sondern dieses Online-Zugangsgesetz hat im Wesentlichen erstmal den Online-Zugang wirklich nur beinhaltet. Genau, und diesem Online-Zugangsgesetz haben wir tatsächlich auch so ein Stück weit unsere Existenz, die Existenz des ITVSHs zu verdanken, weil das Land Schleswig-Holstein zusammen mit den kommunalen Landesverbänden in Schleswig-Holstein auf den aus meiner Sicht sehr, sehr guten Gedanken gekommen ist, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass jede Kommune dieses Thema selber angeht. Dazu werden sie eigentlich berechtigt nach § 28 Grundgesetz kommunale Selbstverwaltung, sondern dass es einfach Sinn macht, zumindest in Schleswig-Holstein die Aktivitäten eben zu bündeln, damit eben nicht jede Kommune selber ihren Wohngeldantrag digitalisiert oder ihren Bewohnerparkausweis und eben auch den ganzen Kladderabatsch, der noch parallel dazu gehört. Also ein Bürgerportal, wo man diese Leistung findet,
ein Servicekonto, mit dem man sich authentifizieren kann, eine E-Payment-Komponente, mit der man auch bezahlen kann, etc., etc. Und deswegen ist dann irgendwann der ITVSH gegründet worden, und zwar richtig per Landesgesetz. Also es gibt ein ITVSH-Errichtungsgesetz, das wurde irgendwann 2018 vom Landtag verabschiedet, und da wurde tatsächlich der ITVSH-Kraftgesetz gegründet. Und zwar dann auch mit den definierten Aufgaben da drin. Und die sind eben im Wesentlichen die OZG-Umsetzung und auch die Digitalisierung der Verwaltung. Damit haben wir dann erstmal flott angefangen, haben uns natürlich relativ lange darüber Gedanken gemacht, okay, wie kann man sowas bewerkstelligen, was ist da das richtige Vorgehen und wie gelingt es uns tatsächlich bis Ende 2022, diese 575 Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. Das ist unser großer Vorteil, wir verstehen uns als eine kommunale Einrichtung, das ist einmal wichtig zu wissen, obwohl wir per Landesgesetz gegründet sind, wir verstehen uns nicht als eine Landeseinrichtung, sondern als eine Kommunaleinrichtung. Und wir haben dann erstmal be damit begonnen, uns ein Stück weit die Basisinfrastruktur machen. Das ist einmal wichtig zu wissen, weil wir tatsächlich relativ schnell mit den ersten Online-Anträgen festgestellt haben, der erste Online-Antrag Wohngeld in 2019, dass einfach die Digitalisierung in den Verwaltungen keinen Sinn macht, nur die Anträge zu digitalisieren, weil passiert nämlich das Folgende, dass dann so ein Antrag online gestellt wurde und wenn es gut läuft, wird auch ein PDF-Antrag gestellt. Der wird wieder in der Verwaltung ausgedruckt, da kommt die Umlaufe, wird händisch in den Fachverfahren eingibt. Dann ist noch so eine Zahl, da hat man einfach wenig gewonnen. Man hat natürlich einen guten Service gegen Bürgerinnen und Bürger erzielt, auch ein Stück weit des Gesetzes, auch Zugangsgesetz war, aber tatsächlich für eine vollständige Digitalisierung des gesamten Prozesses ist das dann einfach zu kurz. Und dann haben wir eben begonnen, mit dieser Basisinfrastruktur uns zu überlegen, wie schaffen wir tatsächlich eine vollständige End-to-End-Digitalisierung zu realisieren. Und haben dann eben mit unseren Kommunen begonnen, dafür eine Basisinfrastruktur zu schaffen. Wir haben eine Middleware geschaffen, die Daten aus den Anträgen in die Backends, also in die Fachverfahren überträgt. Wir haben eben ein Bürgerportal geschaffen, das wir unseren Kommunen zur Nutzung zur Verfügung gestellt haben, damit jeder sein eigenes Bürgerportal bastelt. Wir haben dieses Serverkonto geschaffen, diese E-Payment-Komponente, etc., etc. Und die, muss man sagen, also die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wird ja immer ein bisschen negativ dargestellt in der Öffentlichkeit. Teilweise berechtigt, teilweise nicht so berechtigt. Aber was jetzt diese flächendeckenden Rollouts von diesen Basiskomponenten in Schleswig-Holstein angeht, da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Also wir haben mittlerweile 80% unserer Kommunen mit dem Bürgerportal ausgestattet und 80% unserer Kommunen auch mit dieser Middleware, dass sie eben in der Lage sind, ihre Anträge komplett digital in das Fachverfahren in den Kommunen einzubringen und eben nicht ausdrucken müssen, nicht wieder abtippen müssen und nicht wieder in irgendwelchen Lauf machen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Unsere wesentliche Herausforderung zurzeit ist, dass uns Content fehlt. Also mittlerweile eine gute Basisinfrastruktur. Wir haben auch einen genannten OZG-Shop bei uns aufgesetzt. Ich würde euch so gerne das einmal zeigen, wie funktioniert meine Internetverbindung nicht. Ich muss euch irgendwie Links noch einmal senden, dann könnt ihr euch das selber angucken. Also einen OZG-Shop aufbauen, der tatsächlich so ein bisschen wie Amazon aussieht, wo eben Kommune sich die entsprechenden Komponenten bestellen kann, die entsprechenden Online stellen kann, die entsprechenden Basiskomponenten bestellen kann. Da funktioniert alles mittlerweile schon ganz, ganz gut, weil dieser Shop eben nicht so ein Shop ist. Sondern wir nutzen diesen hauptsächlich auch, diesen gesamten Rollout zu begleiten. Also die Vorbestellung bis zum Rollout sind die ganzen Dokumente drin, es sind Anweisungen drin, sind aber auch die ganzen Datenschutzdokumentationen drin, es sind also ein Item, man eben so braucht, um Online-Dienst nachzuziehen zu können oder so ein Bürgerportal. Das funktioniert tatsächlich alles sehr, sehr gut. Was uns jetzt eben im Wesentlichen fehlt, ist, sage ich mal, Content. Also wir haben deutlich noch zu wenig Online-Dienste in unserem Shop und uns fehlen tatsächlich auch diese Ende-zu-Ende-Komponenten. Da müssen wir noch nachsteuern und da komme ich jetzt auch gleich zu diesen Tonnen, den wir veranstaltet haben. Wir haben in Schleswig-Holstein eine sehr starke kommunale Gemeinschaft. Wir haben ungefähr, damit ihr mal so Röhre vor Augen habt, tatsächlich 1.106 Kommunen in Schleswig-Holstein, also wahnsinnig zerfleddert, wahnsinnig kleinteilig und ungefähr 158 Verwaltung, die tatsächlich geschäftsführend sind. Also geschäftsführend meine ich, wo mindestens ein oder ein halber Mensch sitzt und kommunale Geschäftsführung. Und wir haben tatsächlich in Schleswig-Holstein das Glück, in anderen Ländern, dass wir eine sehr, sehr starke kommunale Gemeinschaft haben in Schleswig-Holstein
und dass wir auch einen sehr, sehr guten Austausch haben zum Kommen und dem Lernen, weil am Ende des Tages bin ich überzeugt, wird diese Riesen-Digitalisierung nur gemeinsam geschafft werden. Wenn man da jeder da einzeln geht, das hat keinen Sinn. Da können wir einfach Skalierungseffekte gewinnen und das bleibt einfach am Ende des Tages nichts. Deswegen, das ist unser großes Glück, die hier in Schleswig-Holstein da gemeinsam vorwärts gehen können und gemeinsam an den Herausforderungen arbeiten und dann diese große Arbeit der Digitalisierung erledigen können. Das ist wirklich unser Glück. Und um auf diesen Hackathon zu sprechen kommen, die Landeshauptstadt Kiel, ich weiß, ihr schon jetzt davon gehört, hat letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich einen Hackathon schon durchgeführt, nur die Onlineste. Die haben eine bestimmte Lösung, die nennt sich Form Solutions, das ist so eine Form Engine. Und die haben benutzt, die haben einen sehr guten Baukasten, um eben zusammen mit den Verwaltungsleuten, also Techniker, Fachlichkeit zusammen, 3 Tage lang Online-Dienste zu bauen. Und das war ein sehr, sehr erfolgreicher Hackathon. Die haben, glaube ich, innerhalb von 3 Tagen 47 Online-Dienste gebaut. Und das ging alles sehr, sehr einfach und smooth. Und waren dann berechtigterweise ganz stolz am Ende von diesen 3 Tagen, dass sie dann diese 47 Online-Dienste fertig hatten. Danach ging es dann natürlich darum, diese Online-Dienste auch auszurollen, tatsächlich in die Praxis zu bringen, tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern auch zur Verfügung zu stellen. Das ging dann nicht mehr so smooth, weil dann, wahrscheinlich, dann kommen die ganz technischen Hürden. Dann ist eben doch nicht so einfach, das Ganze im Rechenzentrum zu deployen und die ganzen Anbindungen dann an die Fachverfahren zu machen, beziehungsweise an Middleware. Aber nichtsdestoweniger, ich glaube, mittlerweile, ein Jahr später, haben sie es tatsächlich geschafft, alle von diesen 47 Online-Diensten live zu kommen und tatsächlich in der Praxis zu haben. Und ein größter Teil von denen, das ist tatsächlich für eine öffentliche Verwaltung nicht so ganz unwichtig, ist tatsächlich auch digital, medienbruchfrei, auch in der Bearbeitung. Noch nicht alle. An der einen oder anderen Stelle gibt es da immer noch einen Medienbruch. Also der größte Teil ist mittlerweile medienbruchfrei zu bearbeiten. Und doch, wenn man so ein bisschen weiß, wie eine öffentliche Verwaltung tickt, ist das doch ein ganz, ganz guter Erfolg. Und wir vom ITV, vom IT-Verbund Schleswig-Holstein, haben uns eben, glaube ich, Winter letzten Jahres zusammen mit der Landeshauptstadt Kiel und der Staatskanzlei, also dem CIO Jan Tobe bzw. dem Digitalisierungsminister Schröter zusammengesetzt. Also der hat das dann mit Ulf Kempf mal verhandelt und haben gesagt, okay, dieses Erfolgskonzept muss jetzt eigentlich fortgeschrieben werden. Und es wäre nicht schön, wenn wir das jetzt einmal schleswig-holsteinweit ausrollen. Es würden, wenn wir jetzt tatsächlich den Schritt machen, wirklich von reinen Online-Diensten auch die Backend-Arbeit rein. Und wir sind dann eben zusammen mit der Staatskanzlei, mit der Landeshauptstadt Kiel, ungefähr so ab November in die dieses Event gegangen und haben das dann jetzt eben die Woche von Montag, Donnerstag einmal durchgeführt. Kleiner Bank, auch der Bundesregierung ist es mittlerweile auffallend, dass die reine Digitalisierung von Online-Anträgen zu kurz gesprungen ist, weil man die Wahlfrüchte der Digitalisierung nicht überzeugt von Ernten, wenn man die Gesamtanstrecke, also zusammen mit der Arbeitung durchdigitalisiert. Und jetzt gibt es so ein OZ 2.0, nenne ich das, wo tatsächlich jetzt auch das Gesetz noch durch, glaube ich, immer in Erwartung. Dann tatsächlich war auch fest, wo es die gesamte Anlagschweile durchdigitalisiert werden soll. Das nennt sich die so tiefen Digitalisierung. Und da haben wir gesagt, hey super, ja ganz kurz vor mit dem Hackathon, dann nehmen wir auch jetzt für diesen Hackathon eben das Thema, wir gehen jetzt tatsächlich von Online-Anträgen in Backends rein und ziehen das Ganze einmal Schleswig-Holstein weit auf. Und wir haben gesagt, wir wollen das jetzt nicht so auf der grünen Wiese machen, sondern wir wollen tatsächlich richtig Hackathon-mäßig am Ende des Tages nach diesen 4 Tagen auch konkrete Prozesse unserer Kommunen zur Nachnutzung zur Verfügung stellen, die wirklich auch in ihrer Praxis angewendet werden können. Und haben uns überlegt, was nehmen wir dafür als Trend? Und haben uns dann dafür entschieden, dass wir das mit Low-Code-No-Code-Plattformen machen wollen. Low-Code-No-Code ist ein Begriff? Ja, genau. Und haben dann richtig eine Ausschreibung gemacht, auf die sich Hersteller von Low-Code-No-Code-Plattformen bewerben konnten. Und da haben sie sich dann auch fleißig drauf beworben und dann am Ende des Tages in diesen Hackathon 7 Hersteller Low-Code-No-Code gegangen und haben dann in diesem Hackathon Team gebildet auf Verwaltungen von verschiedenen Verwaltungen. Und eben Herstellern von Low-Code-No-Code-Plattformen, die den Auftrag haben, in diesen 4 Tagen in diesen Teams bestimmte Prozesse zu digitalisieren. Die Prozesse, die Herausforderungen, Challenges sind von uns gekommen, beziehungsweise die haben wir zusammen mit Kommunen entwickelt. Und da war dann zum Beispiel so ein Prozess Versandanzeige. Also wenn ihr eine Demo machen wollt auf Exa, ich glaube, da läuft ja gerade die Klimademo, dann muss die einmal angemeldet werden statt.
und muss die Veranstaltung einmal genehmigen. Da ist ein Formular für und da ist dann hinten auch ein Prozess, für, wie dieses Formular dann innerhalb der Verwaltung abgearbeitet wird. Da zum Beispiel die Herausforderung, dass da die ganzen Stellen miteinander koordinieren. Ne? Also eine Polizei mit koordinieren, muss ein Rettungsdienst mit koordiniert werden, aber auch ein Ordnungsamt, etc. etc. Und die müssen alle einmal miteinander koordiniert werden, dass die eben von dieser Veranstaltung wissen, dass sie einschätzen können und dass sie dann eben sagen können, okay, da schicken wir eine Hundertschaft hin oder brauchen wir Rettungswagen oder drei Ordner, keine Ahnung. Das ist zum Beispiel so eine Herausforderung, die wir da reingegeben haben, weil im Moment läuft das mit Outlook, mit Excel und mit Word. Und wird fünfmal ausgedruckt, fünfmal unterschrieben, fünfmal dieselben Daten in irgendwelche Excel-Daten gegangen und schreit also danach, dass dieser Prozess einmal durchdigitalisiert wird. Und da haben wir uns jetzt eben so ein Team genommen aus einer Verwaltung plus einen Low-Code-No-Code-Hersteller und haben gesagt, okay, einmal bitte diesen Prozess schön durchdigitalisieren. Und das wird dann auch ganz anderen vielen anderen Prozessen gemacht. Ein Prozess war zum Beispiel auch der Bewohnerparkausweis. Das hat zum Beispiel die Hansestadt Lübeck gemacht, der Trabam. Das ist so eine Tochter von den Stadtwerken Lübeck, die sich die Digitalisierung auf die Fahne geschrieben haben. Und die haben dann 5 Tage lang diesen Prozess für den Bewohnerparkausweis durchdigitalisiert. Und da gab es noch andere Prozesse, Beispiel soziale Einrichtungen, die Jugendtreffs oder sowas veranstalten und diese Jugendtreffs der Stadt abbrechen, weil dann denen unterstützt. Da gibt es eben auch einen so einen Prozess, die ihre Rechnung einreichen können. Der läuft eher so im Backend, der dann auch ausbereitet wird. Und so haben wir uns vielen, vielen Prozessen gewidmet, haben eben die Kolleginnen und Kollegen, also diese Teams, 4 Tage lang da drauf gesetzt, dass eben diese Changes gelten haben. Und, das ist noch uns war ganz wichtig als ITHH, und Ziel war tatsächlich, diesen Prozess ersten Schritt an durchzudigitalisieren, also diese ganzen Medienbrüche weg, diese ganzen Ausdrücke weg, diese ganzen Excel-Tabellen weg, sondern wirklich einmal komplett durchzudigitalisieren und dann zu schauen, okay, wo können wir denn hier an der einen oder anderen Stelle Vereinfachungen draufsetzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen, auch für die Bürgerinnen und Bürger. Wo kann man es auch mit Algorithmus machen? Wo kann man das jetzt auch mit einer KI machen? KI finde ich immer ein großes Wort, aber oder wo kann man da rasiert machen? Wo kann man da RPA machen? Process Automation, etc., etc. Also an welchen Stellen kann man tatsächlich Schritte in diesem Prozess automatisieren, vereinfachen, dass am Ende des Tages auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Bürgerinnen und Bürger was für diesen komplett durchdigitalisierten Prozess haben. Davon bin ich überzeugt, die Digitalisierung wird uns am Ende des Tages nur gelingen, wenn nicht Bürgerinnen und Bürger was davon haben, weil sie jetzt digital online angestellen können und nicht mal laufen müssen, Monate auf den Termin müssen, sondern wenn auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was von Digitalisierung haben, indem die ganzen Unzentlichkeiten wegfallen, indem vielleicht auch wegfallen und indem sie am Ende des Tages ein einfaches Leben haben. Und tatsächlich ist es auch uns an der einen oder anderen Stelle gelungen, wirklich eine Dunkelverarbeitung zu machen, wo eben keiner mehr raufgucken muss, sondern vielleicht nur noch dann einmal raufgucken muss, aber die Maschine schon alles dann andere vorher erledigt hat und derjenige dann eben noch sagen muss, ist okay, kann ausgezahlt werden und dann auch dieser Zahlungsprozess dann automatisch durchgeführt werden kann. Haben wir jetzt tatsächlich, ist uns in die 4 Tage gelungen. Wir hatten gestern die Präsentation diesen Challenges, 2 Stunden gedauert, aber wir wirklich viele von diesen Prozessen einmal komplett durchdigitalisieren konnten. Das ist technisch geht mit diesen Code-No-Code-Formen. Wir haben für uns die Erkenntnis gewonnen, dass wir auch so ein bisschen gesehen haben, was können diese ganzen Plattformen und was können sie eben auch am Ende des Tages nicht. Wo sind die Stärken und die Schwächen? Macht es Sinn, einen Prozess, eine Plattform auf einen Prozess draufzusetzen und wo vielleicht auch nicht. Und unser Ziel ist jetzt eben tatsächlich, dass die Ergebnisse nicht nur in der Schublade verstauben, sondern dass wir die wirklich in die Praxis bekommen, weil davon bin ich überzeugt, nur in der Praxis kann man am Ende des Tages sehen, was so ein Tool taugt und was eben auch nicht, nur am praktischen Anwendungsfall. Und was gibt es da noch für rechtliche Hürden zu überwinden? Weil das könnt ihr euch vorstellen. Ich hatte es ja gesagt, Verwaltung tickt nach Recht und Gesetz und wenn es da an der anderen Stelle noch eine Schriftform gibt oder muss Bescheid ausgedruckt und unterschrieben wieder eingescannt werden, dann eben nichts davon gewonnen. Wir müssen gucken, okay, wie schaffen wir es also auch die gesetzten Rahmenbedingungen zu schaffen, dann solche Prozesse komplett digital abgebildet werden können und was muss dafür noch an gesetzlichen Rahmenbedingungen gemacht werden. Und da sind wir jetzt dran. Das ist dann mal nach so einem Hackathon, sage ich, der eher schwierigere Part, das Ganze auch in die Praxis zu bekommen. Aber für uns, bin ich überzeugt davon, ist das ein sehr gutes, sehr, sehr wichtiges Event gewesen, um einfach die Digitalisierung hier in Stadt
voranzubringen. Und für uns eben schön, die hatten Bock, sowohl die Hersteller als auch die Kommunalverwaltung, wirklich richtig schön 4 Tage lang durchgearbeitet. Wir haben ein Setting da geboten, wo die ungestört waren, wo da Kaffee gab und was Wichtiges zu essen. Und wo die wirklich richtig, richtig gut 4 Tage lang durchgearbeitet haben. Teilweise auch noch abends und nachts. Und wo die echt Herausforderungen gesehen haben. Dann nach diesen 4 Tagen auch coole Ergebnisse präsentieren konnten, die wir jetzt hoffentlich in die Praxis bringen. Mal schauen. Wir sind gespannt. Was sagt ihr? Wird ihr mit dabei gewesen? Könntet ihr euch das stellen? Wo kommt hier Open Source ins Spiel? Wir haben tatsächlich eine Open Source auch am Start. Das ist Lulf, ein Begriff von Hamburg. Im Rahmen von EFA-Print. Ist EFA ein Begriff, einer für alle? In diesem EFA-Prinzip. So eine EFA-Infrastruktur-Komponente. Auch so Low-Code-Plattform. Und die ist tatsächlich Open Source. Also diese Open Source gestellt, damit sie dann am Ende des Tages nutzen und damit dann Verwaltungsleistung bauen kann. Ja, total. Das ist ja praktisch die Aufgabe der Politik in der Gesellschaft. Ja. Ist die Änderung von Rechtsvorschriften und das muss eine Verwaltung, die sich auch umgesetzt. Genau. Das heißt, hier wird nicht ein Prozess, der immer gleich bleibt, wie in der Wissenschaft programmiert im Algorithmus, sondern der muss auch eine Veränderung teilweise genau. Auch sehr gravierend. Da geht es nur um die Erhöhung von irgendwelchen Leistungen, sondern auch um die Schärfung oder Erhöhung von Handelsvoraussetzungen. Genau. Das genau, also das ist sehr, sehr guter Punkt, weil Politik zumindest aus meiner Sicht immer nur Rahmenbedingungen setzen kann. Also Politik kann Anstöße geben, wie zum Beispiel jetzt macht endlich mal die Digitalisierung. Dieses Online-Zugangsgesetz ist immer noch sehr, sehr umstritten, ne? Weil es einfach so 2, 3 bauliche Mängel hat. Aber das ist die Erstanträge. Beachtet und eben die gesamte Strecke und wir sagen eben auch mal erstmal mit den Infrastrukturgeschichten anfangen sollen und nicht gleich mit Anträgen. Lange Rede, kurzer Sinn, Politik kann am Ende des Tages immer nur Rahmenbedingungen setzen und das sehe ich gerade selber. Es ist wahnsinnig wichtig, die konkrete Umsetzung dieser Rahmenbedingungen an den Stellen zu machen, die es am Ende des Tages auch aufführen, also in den Kommunen. Und was wir schwierig erachten ist, es muss gewisse zentrale Vorgaben geben, aber die konkrete Ausgestaltung, konkrete Umsetzung muss an der Stelle passieren, wo es gemacht wird. Nicht falsch stehen, es müssen gewisse Standards gesetzt werden, es müssen gewisse Schnittstellenanforderungen gesetzt werden, damit der ganze Kram noch auch ordentlich zusammenpasst und ordentlich zusammenarbeiten kann. Aber die konkrete Umsetzung der Prozess und auch die Tools, die müssen aus meiner Sicht an der umsetzenden Stelle gebaut werden, oder zumindest durch Führung der umsetzenden Stelle, sonst wird das nicht funktionieren. Ja. Ich habe keine neue Version des Vordrucks, sondern die Kommunalbeamten das umsetzen. Aber etwas die Maschine zu kriegen und einen Digitalen, das stelle ich jetzt etwas technischer vor. Da reicht Verwaltungsbildung nicht aus. Nee, genau. Das ist ja genau deswegen, warum es Institutionen und Typen wie mich gibt, die dafür sorgen, dass das nicht jeder selber macht. Also es gibt schon IT-Kompetenz auch in Verwaltung, aber es macht eben Sinn, dass das jeder selber macht. Ja, unsere Kommunalbehörden sind unsere Träger, beauftragen uns sozusagen damit. Wichtig ist mal zu verstehen ist, wir haben keine Server im Keller und wir haben auch keine Programmierer bei uns, die Online-Anträge programmieren. Das macht am Ende des Tages wieder ein Dienstleister zum Beispiel, wie zum Beispiel Dataport. Wir haben in diesem Spiel eine reine koordinierende Projektmanagement-Rolle, dass sie eben im Ganzen, wie du dir vorstellen kannst, sehr, sehr heterogen. Viele Parteien, viele Stakeholder, viele, viele Entscheidungsträger sind sozusagen so ein Stück weit das Netz in der Spinne, der so ein Projekt auf das Ziel zuführt und dafür sorgt. Die Anforderungen der einzelnen Kommunen werden bei euch gebündelt mit einem Auftrag an Dataport verliehen. Unter anderem an Dataport. Nicht nur Dataport, wir sind auch Träger Dataport. Wir sind einzig kommunale Träger an Dataport und gibt durch Dataport. Und wir sorgen dafür, dass das Produkt auch nachher den Forderungen der Kommune entspricht. Wir haben so ein bisschen so eine PO-Rolle, wenn du so willst. Ne? Deswegen brauche ich eben Leute,
das ist nicht so ganz einfach zu finden, die sowohl die Fälligkeit kennen, als auch die technische Umsetzung. Ne? Das war es tatsächlich bei DAS schon genauso. Wir hatten eben jemanden, der mega in Einkommen war und mega fit in die ganze Technik umgesetzt werden kann, hat die Anforderung gesteuert, hat den Winkel gesteuert, hat auch das nachher abgenommen und hat gesagt, yo, Kirchensteuer für Mitte, evangelische Religionszugehörigkeit passt. Habe ich deine Frage beantwortet? Gut. Sei also schüchtern. Gab es Widerschnitte, die sich gezeigt haben, die irgendwie auffällig waren, umsetzen dieses Denkprozess zu digitalisieren? Ja, total. So sagen können wir das genau, dass wir das Formular jetzt total. So was abbilden können. Total. Ne? Also du musst, das ist so ein bisschen mein Learning, jetzt aus 4 Jahren ITVSH, alle Produkte auf den Markt schmeißen, reicht nicht, sondern du musst ein gewisses Change Manage machen. Ich finde den Begriff aber super ergriffen, aber ist irgendwie, wenn du nur die Verwaltungsleitung, nur die Digitalisierung, also die haben weil alle Digitalisierungskontrakte in der Verwaltung, zeugt das eben nicht, sondern du musst ja wirklich unten an diese Beratung bekommen und die musst du wirklich davon überzeugen, dass die das benutzen. Und man kriegt es teilweise mit Mangeln, kannst du natürlich anweisen. Du musst dich ein Stück weit davon überdenken, ansonsten nichts. Und da man, finde ich schon mal, das ist für eine Sachbearbeitung, eine Verwaltung, ist eine gewaltige Veränderung. Ne? Also, die haben jetzt eben keine Papierakten mehr wie sonst, sondern die haben eine E-Akte, die Workflows, die sie dann bearbeiten. Das ist schon eine gewaltige Veränderung für die. Und die muss man vernünftig leiten, die muss man vernünftig steuern. Ansonsten bringt das nichts. Und du musst schulen. Also wie jetzt auch weit zu kommen, dass die Verwaltungsakademie hier in Schleswig-Holstein und die FVD, also die Hochschulverwaltung für Verwaltung und Dienstleistung, haben jetzt zum Beispiel so einen Lehrgang Kommunal Digitalisierungsmanager oder so einen Lehrgang Digitalisierungsmanagement. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr. Wir brauchen auch so einen Lehrgang Digitales Band und so einen Lehrgang Digital Camera und dass wir wirklich einmal auch fachspezifisch die einzelnen Organisationsarten auf diese Welt vorbereitet, die funktioniert schon einfach anders, als was ihr auch in der Welt kennt. Und in der Ausbildung von Nachbereitungsstätten, das hat sich auch getan. Ja. Die Erstlage ist dann entsprechend angepasst worden und da habt ihr auch entsprechend Manpower drin aufgegangen, diese Verbindung zur Tech auch herstellen. Ja, also tatsächlich, die Ausbildung ist schon immer noch sehr rechts. Das ist ein Punkt, ne? Die Verwaltung einfach nach dem Gesetz. Doch, das ist auch gut so, aber das ist jetzt immer mehr in diese digitale Richtung. Also Sie haben jetzt gerade in der FVD einen neuen Schwerpunkt, ich glaube, da heißt sogar digitale Verwaltung, wo Sie dann explizit, Leute können immer so Schwerpunkte nach einer gewissen Zeit wählen, so wie im Hauptstudium. Und da gibt es jetzt einen Schwerpunkt digitale Verwaltung, die Leute wirklich darauf vorbereiten. Kommen wir gleich weiter. Wenn Entscheidungen getroffen sind, werden die nicht einmal einfach nur hingenommen. Dann gibt es einen Widerspruchsfragen, dann Anwälte ins Spiel, da kommen letztlich auch ein Verwaltungsgericht oder auch Spezialgericht ins Spiel und genau. Ja, schickst du jetzt die digitale Scheme, dann kannst du digitale Akten rüberschicken. Das ist in Schleswig-Holstein umgesetzt. Das gibt es also zum Beispiel nicht, oder gibt es das nicht? Nee, das ist, also es gibt also das EGF. Wir müssen das, also da bin ich jetzt nicht drauf fest, ob das tatsächlich jedes Gericht kann, aber es gibt das EGVP, Elektronische Gerichts- und Verwaltungsbüro, das gibt es aber auch in Berlin, ja, oder? Ja, die was? Die Rechtsanwälte. Wenn die vertreten, dass die Bürger im Gericht die Verfahren will der Rechtsanwalt, hat auch einen Anspruch darauf, erstmal die Akten vorgelegt bekommen. Damit genau. Den Sachverhalt nachvollziehen. Über das EGVP. Also du machst dann. Wir bekommen hat schon wieder Rechtsanwalt, dass wir auch praktisch die zielfreigebende Akten können. Genau, das erkenne ich tatsächlich zufälligerweise noch aus meiner Art der Vergangenheit, weil ich irgendwann Rechtsanwalt betreue. Also jeder Rechtsanwalt in EGVP-Postfach, das EGVP-Postfach, in der die, glaube ich, dann sogar mittlerweile verpflichtet sind, ihren gesamten Schriftverkehr, elektronischen Schriftverkehr mit Gericht drüber zu wickeln. Und darüber, also du machst dann einen Export aus deiner Akte, die kannst du exportieren und stellst sie dann über das EGVP. Genau, das ist natürlich eine spannende Frage. Das machen wir jemanden, also bei Anwälten und Gerichten ist das nicht der Fall, weil die sind mittlerweile angebunden. Aber es jetzt um Prozessbeteiligte geht, die jetzt welchen Gründen auch nicht digital unterwegs sind, brauchst du natürlich irgendwie andere Möglichkeiten. Das liegt ja eher bei den Gerichten, bei Rechtsanwälten als uns. Ja, also das, glaube ich, funktioniert tatsächlich. Wir machen aber auch nicht, sondern das machen die Kriminalverwaltung selber. Ein anderes Beispiel ist ja Repo, das besondere Behördenpostfach. Da funktioniert das mittlerweile auch. Die Prozesse sind noch nicht besonders gut,
Aber zumindest digital. Also das ist E-Mail-Technik, ne? Das ist noch kein integriertes Verfahren. Nee, Beppo ist... Das heißt, du dann doch alles in wechseln? Nee, du machst einen Export. Ne? Also es gibt so eine, in E-Akte-System so eine Portfunktion, machen dann, lage mich nicht drauf fest, so ein ZIP-File. Und das schreibst du dann da rein. Das ist im Prinzip ist das ein Outlook, also im E-Client. Schreibst du das dann rein. Ist nicht nur das Benutzerkomfortabel, aber es funktioniert. Es ist keine, es ist ein E-Mail-Client. Es ist kein, also kein falsch, es ist ein E-Mail-Client. Ja. Ja, aber das Ding ist dicht, da kommst du nicht ran. Das ist total dicht. Genau, deswegen, also, was da ein bisschen ein Problem bei diesen Digitalisierungsgeschehen ist, und das ist immer so schlecht in der Presse, es gibt einfach nicht diesen Big Bang. Ich lege mich da um und jetzt funktioniert alles digital. Sondern am Ende des Tages ist es echt Kernarbeit und du musst dir eben diese Prozesse rangehen, musst du dir einfach vernünftig angucken. Am Ende des Tages ist es dann Prozessabung und Prozessdigitalisierung und musst dann auch mit so einem EVP bzw. so einem Bau arbeiten. Und da hast du dann hundertprozentig wieder die Medienbrüche, dass du dann eben dann irgendwie jemand exportieren musst, ZIP-Teil raus, musst das wahrscheinlich wieder auf eine Ordnerstruktur legen, wo dein Kollege, der das bedient, das ist leider nur einer in der Verwaltung, das ist ein bisschen doof. Wäre natürlich, wenn das gleich mehrere wären, aber eben nur ein, musst du den wieder stellen und der muss das da einfügen und weg. Also da gibt es schon eine Menge an Dingen, die da durchaus optimierung würdig sind. Ich bin der Meinung, anfangen, gucken, was geht. Lernen, Anforderungen stellen. BEP ist eine Business-Geschichte. Anforderungen stellen und irgendwann sagen, wie du gesagt hast, E-Mail klein, alleine ist nicht so toll und würde dann vorher, wie zum Beispiel in Laut, würde uns sehr viel besser gefallen. Gucken, setzt dann irgendwann um. Und weil man gefragt hat nach gesetzlichen Rahmenbedingungen, Registermodernisierungsgesetz, sonst erkläre ich es gerne kurz. Genau, also das Registermodernisierungsgesetz ist eigentlich die Umsetzung des Only-Prinzips und des einheitlichen Identifiers, dass jeder von uns einen Identifier bekommt, den wir eigentlich identifizieren. Und Ziel dieses Registermodernisierungsgesetzes ist, alle Register, die gibt, miteinander vernetzt werden und dann wirklich once in die Print durchgeführt wird, dass wenn du irgendwo deine Adresse schon mal gegeben hast, ich dann nicht zum fünften Mal frage, wie denn deine Adresse ist. Und da findet, glaube ich, wirklich die Vernetzung der Daten statt, dass wir dann wirklich einmal über alle Behörden hinweg einen Austausch betreiben können und, glaube ich, war von dem Untergrund und besser oder was. Ja. Das funktioniert mittlerweile, es gibt eben noch andere, ist das noch nicht der Fest und da müssen wir dementsprechend ziehen. Und wir sagen zum Beispiel auch, man hätte das Registermodernisierungsgesetz vor dem Online-Zugangsgesetz sollen, dann das Online-Zugangsgesetz zum 1. als auch zum 9. 4 Jahre umsetzen gewesen. Auch da wieder der Fahrradkette, jetzt alles schlau, aber wir arbeiten weiter an Dingen und ich finde tatsächlich, es geht voran, schneller vorangehen, auf jeden Fall, aber es voran und die Digitalisierung wird niemals zu Ende sein. Du sagst, also in 2 Jahren gibt es dann wieder ein neues Gesetz, wieder eine Vorschrift und wir haben ganz viel gelernt, dann ist eben iterativ. Gut so. Kommst du aus der Verwaltung? Das ist alles. Ja? Von wem kommst du? Ich wollte mal keine Reklame machen, von der Kleinverwaltung für. Ah, okay. Boah, ich war doch Schröter. Genau. Sehr schön. Ja, sehr gut. Alles klar, ich lasse es nachher unterhalten. Ja. Wie erlebst du das so in deiner Familie? Ja, es ist viel zu tun. Ne? Das ja. Ist sehr komplex. Ja. Ich hatte immer noch gedacht, dass es mal Schnittstellen irgendwann mal fällt. Ja, das sind so Sachen, die unsere Verwaltung echt umtreiben. Die Digitalisierung ist gut und schön, aber wenn es eine Schnittstelle, eine Schnittstelle gibt, dann bist du wieder da, dass du deine, ich weiß ja, wie viele Fachverfahren ihr auf Höhe habt. Einige, wenn du dann jedes dieser Verfahren eine Schnittstelle brauchst und meist Schnittstelle nicht nur in anderes Verfahren, sondern noch zum AKR-System oder E-Akte und noch zu 3 anderen, da wirst du echt kirre Kopf. Und deswegen dieses Thema Schnittstellen und Standards, und das ist nicht jede Verwaltung für selbst einzeln schafft, sondern die das einmal gemeinsam machen, macht einfach Sinn. Und da sind auch immer Hersteller aufgerufen. Es gibt ja viele unterschiedliche Verfahren, Dokumentmanagementsysteme zum einen Hersteller. Genau. Das wird schon genau. Ja, und dann jeder Verfahren eine Stelle dem einzelnen DMS-System baut und natürlich auch rechenfaktoriert. Genau. Dann ist das ein gutes Geschäftsmodell. Dann für Kommunalverwaltung, ja.
Cool. Schön. Gab es in dem Hackathon für die unterschiedlichen Use Cases Erfolgskriterien? Also ich verwende das Band nicht erfolgreich digitalisiert. Ja, da hatten tatsächlich ein total einfaches Erfolgskriterium. Ich habe erfolgreich digitalisiert, das Zeug läuft. Technisch läuft oder der Anwender kommt oder weil es eine Schulung gibt? Alles. Also ich, für mich mehrere Kriterien. Ich muss erstmal eine Lösung zur Verfügung stellen. Da muss die Lösung ausgerollt werden und laufen. Da muss die Lösung benutzt werden, also zum Beispiel, dass Anträge auch nicht online gestellt werden und mehr das Papier. Dann muss die Lösung auch in der Verwaltung benutzt werden, dass tatsächlich Anträge auch dieser Verwaltung, Vorgänge dieser Lösung in der Leitung bearbeitet werden. Und wenn das, glaube ich, irgendwann der Fall ist, also wenn wirklich ein relativ hoher Teil online antragt und dann auch digital bearbeitet und digital verarbeitet, da haben wir, glaube ich, einen Job gehabt und dann können wir irgendwann einen grünen digitalen Haken bei dieser Verwaltungsleistung machen. Aber das ist eben ein Weg, ne? Ja, ehrlich, es ist ein Ende. So weiter, ist klar. Und trotzdem finde ich den Gedanken ganz spannend. Sagen wir, wir müssen Use Case raus, deswegen mache ich das mit Hackathon. Ich sage, wir haben uns eine Situation, einen Tagsplan, was auch immer. Überlegen uns, okay, wann heißt es eigentlich? Muss ja nicht voll automatisiert sein, dass digital ist. Das genau. Dass man irgendwie so sagt, wir haben kein Materialproblem mehr. Wir müssen halt nicht genau. Genau. Wenn wir sagen, also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, das Gesetz an der Stelle sagt, wir müssen ausdrucken. Das gesetzliche Euer ist, alles andere, die ich jetzt habe, dann bin ich trotzdem erforderlich. Das Höchste im Rahmen der Gesetzesrichtung. Ja. Also was es gibt das OC3-Vergrade, Stufe 1, Stufe 4, ich gebe jetzt Stufe 5. Stufe 5 ist der bislang vollkommen digitale Prozess, ohne Medienbrüche, von Anfang bis Ende, komplett digital abgewählt. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich hätte gerne auch noch die Kriterien drin, wie er ist vom digital und ich habe alle Automatisierungspotenziale gehoben. Er ist vom digital und ich habe alle regelsierten Dinge gehoben. Er ist vollkommen digital, hat eine ganz, ganz geringe Erreicherquote, weil der Antrag so gut ist, dass es jeder schafft, den durchzuführen. Ja, da wird es ein bisschen kritisch. Ich habe wie die Durchlaufzeiten um 50% verringert. Also. Ja, das, ich meine, aber über Steuer kann man super sprechen, weil sie es zumindest mal versucht, komplett digital abzuwickeln. Ist oder minderlich gut dumm. Da so eine andere Meinung zu haben. Aber zumindest hat man. Hast du ihn? Guck mal, wie noch. Die ich schon gehört habe, ist nur, dass sie sich digitalisieren an die Frequenzlager in die Stadt geben. Aber natürlich den gesamten Fachbegriff, mit dem gesamten Verwaltungsdienst, da muss man weiterarbeiten. Für mich war das ganz schwer, Kommasupportung, aber immer so, Bäckermeister. Ja, klar. Bei welcher Weite du? Ich bin jetzt beim Zoll, ich habe nur so. Ah, okay. Wie macht ihr dann Zoll? Digitalisierung? Ja, wir sind Bundesverwaltung. Ja. Geht schon in die Richtung Digitalisierung. Wir haben jetzt auch ein Fachverfahren bei uns, den wir sich durch sämtliche Aufgaben. Aber wegen der vielen Anwendungen, insbesondere der Hitz, gilt bei uns das Sicherheitsprinzip. Egal. Ach, wirklich? Wir führen also praktisch die Akte wieder ab. Wir bedienen sich auch gleich hin, haben bestimmte Archivierungsfristen. Ja. Beziehungsweise zwar noch eine digitale, aber keine Reaktion. Ja. Also einfach, ja, mein Passwortmanager hat, glaube ich, 3 Freunde beim Kollegen, weil die haben am Ende des Tages mehr Arbeit Digitalisierung, weil sie jetzt 2 Akten führen. Genau. Und vielen Dank. Ja, und das ist ein Zoll, ich habe die Körpersteuer. AZ-Steuer ist ein anderer Teilbereich, aber der ist auch, wir haben die auch noch jetzt nicht gesetzt. Das ist relativ einfach und auch Entscheidungsmöglichkeiten für die Änderung muss man schneller selber schauen. Aber auch, dass es diesen Endokeries ja gesehen hat, wenn ein Elternzertifikat da für diese Plattform gibt es ja auch. Ich bin im Bereich Ordentlichkeit und Sprachabendlich und da gibt es Sätze und die sind nicht so einfach. Und wie gesagt, insbesondere der ganze Justiz, da geht man dann gar nicht zu. Letztes Jahr haben wir noch USB-Sticks per U überbracht. Das digital? Ja, super. Naja, am Ende des Tages sind wir da, glaube ich, alle im Boot und haben dieselben Herausforderungen. Aber dir geht es ja dann wahrscheinlich nicht wie mir.
geht langsam voran, aber geht voran. Aber solche wie der Akt, das ist echt blöd. Das ist doof. Da verbrennen die Mitarbeiter und Mitarbeiter. Wir haben das weisungswidrig umstellen, das sofort die aufs Dach geschrieben hat dann danach, wie man das vorher hat, genau Papier produziert. Wir haben tatsächlich die Aktendeckel der Aktor eingeführt, bevor wir in einer anderen mitgewirkt haben. Haben wir jetzt nachher extra noch mehr geschafft, die wir jetzt gemacht haben. Das ist ein Teil. Das kriege ich nicht. Dann ist ja, wenn sich das dann so spannend in den schauen, dass man einfach so hat, dass man Dinge tut, genau. Nicht nur redet und dann Erfahrungen sammeln. Genau. Dann können wir, haben wir alle Beispiele. Richtig cool wird es, wenn wir positive Beispiele haben. Genau. Um Punkt zu finden, wo wir zusammen funktioniert, verstehen, warum, was machen wir jetzt immer. Und tatsächlich rum, gibt es Ausblick? Ist ein Ausblick? Genau, das Format tatsächlich, also ich bin nächstes Jahr der nächste KST-Forum. Das ist so die größte Veranstaltung für Kommunalverwaltung eigentlich im Land. Es findet glücklicherweise dieses Jahr in Hamburg statt und nicht mit Jonas Dage förder. Und wenn wir diesen Hackathon einmal vor, wer auch zusammenstaltet, der hat echt viel Resonanz, also den größten Mal und irgendwie nochmal mehr Anmeldungen dafür nehmen können, mehr Redekurse sind. Aber das Gedankenspiel, wir überlegen, dass das nicht mal auf die BSE zu nehmen. Und dann vielleicht eben KGST zusammen, aber bisher so Gedankenspiel. Was haben wir jetzt festgestellt? Richtig profitieren, wenn es umsetzbar ist, machst du dann ja auch Bundesländer übergreifend. Also zum Beispiel Bayern setzt gerade unsere Mitte, das ist die OZG, die haben denselben Nukleus, dieselbe Basis. Und jetzt, wir hatten auch jemanden vom Bayerischen Digitalisierungsministerium als Sucher da. Und wir machen jetzt eben einen Termin mit den Kommunen, wo wir den, mit den bayerischen Kommunen die Ergebnisse vorstellen aus Hackathon, Bewohnerparkausweis oder Veranstaltungsgenehmigung, wo wir die eben fragen, passt ihr euch auf? Wahrscheinlich muss an anderen Stellen noch ein bisschen was geändert werden, dass die dann nachnutzen. Und wenn man das Ganze auf Bund eben hochzieht, haben wir da noch einen viel größeren Effekt. Das ist sogar die Idee. Ja, total. Man kann überlegen, ob das mal mit Markt zusammen. Also Digitalisierung geht so ein bisschen weiter. Spannend, also die Größenordnung, die Sie hatten, diese vorher ich mit Mitarbeitern vom ITVSH. Ja, so, ja, tut mir leid, Mann. So, und dann redet man über das oder vielleicht. Ja, du musst irgendwann. Also mittlerweile auch ITVSH-Bonds in den anderen Bundesländern. Also dann ist das zum Beispiel eine Baikun. Oder in NRW ist es DRW, wie sie alle heißen. Und die musst du jetzt gut miteinander netzen. Und zwar so, also zwar nicht nur so von politisch-strategischen Ebene, sondern eben auch gerade operativ, zum Beispiel durch so einen Hacker. Ne? Wir haben jetzt festgestellt, wir haben alle eine Herausforderung mit Abrechnung von Grußleistungen mit Trägern. Das heißt, es ist eine Katastrophe, Access-Datenbanken, bla bla. Haben alle die gleiche Herausforderung. Wir setzen uns jetzt mal 4 Tage zusammen, 5 Teams. Eine Stelle und dann guck mal, ob man nicht eine gemeinsame Lösung hinkriegt. Dann glaube ich, nicht raus. Ich danke euch. Vielen Dank für euer Interesse.